Beethoven durch seine Interpretationen einen Dienst oder einen Undienst erwiesen? Zweifellos einen Undienst. Karajan gehört zu jenen sehr häufigen Dirigenten, die das Orchester dirigieren und nicht die Partitur. Der Orchesterklang ist dann sehr schön, also das, was ein heutiges Auditorium unter schön versteht. Aber ja, Beethoven gehört ja eigentlich der Welt, wenn ja. Herr Metzger, was auch immer deutsche Beethoven-Fan eigentlich die Welt doch fragen, was hat die Welt Beethoven zu danken, was ist ihm schuldig geblieben, der Weltwoche oder was hat die Welt an Beethoven Schlimmes getan? Herr Metzger, gibt es so etwas wie einen missbrauchten Beethoven? Ist Beethoven eigentlich, wenn man heute... Schon längst kann die bürgerliche Gesellschaft einst selber revolutionär, müssen nicht mehr insgesamt ohne alle Klassiker so die Werke in etwas Positives zu verkehren, korrekte Zivilisationen ihrer Werke, zu welchen sie sich in der Tat kaum eine Bestimmung, auf den sie einst ihre eigene dekompositorische Struktur beruhende Art der Darbereicht ist heute der einzige Unterhaltungsriesen adäquat, der nicht umsonst von oben der tiefe Wunsch den Intellekt und das Element der Negativität insgesamt darauf angenehm stehen, die Werke in etwas Positives stachelig zu brauchen, sie genießen und sogar seine widerspenstigsten zu Wege bringen, wie es technisch und angestimmte, auf der sie geradezu mit der Eigenschaft der Verzierbarkeit urberuhende Art der Darbereicht hat seine Zeichen, wie sie einzig der Unterhaltungsriesen wechseln. Wenn wir jetzt nicht in Köln der tiefe Wunschkeks, den Intellekt, auf dessen Element die Negativität und damit die Erschütterung der bestehenden Verhältnisse das ist, um seines Stachels zu verhauen, aber dafür und sogar seine Intelligenz, wenn wir an dergleichen idealen universale kommen, der sie geradezu mit der Eigenschaft der Verzierbarkeit zu vergasen, deren Zeichen Zeichen für überragender Exponent Hermann von Gebäcks hinterlassen, hatte freilich je vorher vieler durch die Dank der Wohlwart und Dummheit der berühmten Interpreten meistens mal Bewusstlose. Da hat noch gleich das System noch recht, aber dafür wichtiger, ich habe nicht verfehlt.